Und damit hallo und herzlich willkommen zum Review-Unboxing von einem Promo-Set, welches eigentlich gar kein Promo-Set sein dürfte. Es handelt sich hierbei um den Trade Federation Troop Carrier. Dieses nette Set ist eine Anlehnung an den damaligen Troop Carrier aus 2007. Und ich habe jetzt schon einige da draußen gehört, die sagen, das hier ist die beste Promo, die Lego Star Wars jemals rausgebracht hat. Ich persönlich finde, diese Promo ist nicht die beste, die wir je bekommen haben, aber auf jeden Fall eine der besseren. Aber auch finde ich jeden sympathisch, der die Meinung vertritt, dass dieses Set auch locker ein 30-Euro-Set sein könnte, was Lego einfach so verkaufen könnte. Ja, die Box selber ist wie aktuell jedes Set in dem Design der 25 Jahre gehalten. Besonders hierbei ist zu erwähnen, dass das 25 Jahre Logo von Episode 1 noch aufgedruckt worden ist und natürlich mit dem Logo der 25 Jahre von Lego Star Wars. Wir feiern dann dieses Jahr ein Doppeljubiläum. Zusätzlich dazu bekommen wir diesem Set 2 exklusive Piloten-Battle-Droids und 6 reguläre Krampfdroiden. Die ganze Szenerie hier spielt übrigens auf Naboo, wo auch sonst. Auf der Rückseite sehen wir nochmal den Droid-Carrier, wie er gerade ausgeladen wird. Interessanterweise musste uns Lego natürlich auch den Brick der 25 Jahre mitgeben. Warum auch nicht? Es ist ja auch so schon schwer genug zu erkennen, dass es sich um ein 25 Jahre Set handelt. Deswegen gibt es ja diesen wunderbaren Stein. Dafür danke, Lego. Ich persönlich rechne diesem Set einen sehr, sehr großen Pluspunkt dafür an. Für was genau? Für diese Siegel. Denn hierbei handelt es sich nicht um die Eindrücksiegel, sondern um richtig, richtig geile Klebebandsiegel, nenne ich sie jetzt mal. Die sind viel, viel schonender für die Box, perfekt für ein 25 Jahre Set, als Promo vor allem geeignet. Wie auch die anderen Sets zuvor. Machen wir das mit einem Cuttermesser auf. Interessanterweise bekommt ihr dieses Set aktuell auch mit jede Menge anderen Promos zusammen für einen guten Preis auf eBay Kleinanzeigen oder eBay. Ich meine mich dran zu entsinnen, dass ich das beste Angebot für so 56 Euro gesehen habe für alles zusammen. Ziemlich guter Deal. Ich würde es auf jeden Fall mal demnächst selber in Angriff nehmen. Nur mal so nebenbei, dieses Set wurde mir wieder vom guten Jeremy zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Bedeutet, dieses Set gehört nicht mir, sondern ihm. Es ist nur geliehen für das Unboxing. Okay, die Tüten sehen ja an sich schon mal recht übersichtlich aus. Wir bekommen hier nämlich ganze 3 Tüten an der Zahl, eine zerknauschte Anleitung, eine separate Platte und keinen Stickerbogen. So muss das sein für ein 25-Jahres-Set. Ja, die Anleitung selber ist leider wieder mit der designfreien Vorderseite ausgestattet. Hinten klassischerweise Win, dann natürlich nochmal die Teileauflistung, wie soll es auch anders sein. Hinten haben wir dann nochmal in unseren guten 47 Bauschritten diesen Droid Carrier fertig aufgebaut. Und vorne drinnen starten wir nochmal mit Werbung für 25 Jahre auf Lego.com. Okay, und diesmal haben wir keine Seite für den Teiletrenner. Schade, die vermisse ich irgendwie. Ja, auf jeden Fall starten wir Tüte 1 direkt mit den Pilotendruiden. Ich freue mich jetzt schon mega, dieses Set aufzubauen. Ich glaube, es gab in letzter Zeit kein Set, worauf ich mich wirklich so sehr gefreut habe. Circa eine halbe Stunde später bin ich auch schon fertig mit Bauen. Ich muss sagen, dieses Set hat mir im Bau sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor allem das Set im Bau sehr genossen. Ich werkle nämlich immer gerne an solchen Rundungen hier. Das hier ist unsere kleine Tüte mit Ersatzteilen. Sehr überschaulich. Ich bin sehr froh, dass da viele Droidenarme dabei sind. Stichwort Droiden, legen wir mit diesen direkt los. Zuallererst haben wir hier ganz wichtig die geupdateten Pilotendroiden, welche noch aktuell exklusiv in diesem Set da sind. Der einzige Unterschied zu älteren Pilotdroiden ist hier wirklich der Druck am Torso. Was wäre ein Droid Carrier ohne Droids? Hier haben wir sie, 6 Stück an der Zahl. Das einzige wirklich Auffällige an ihnen ist eben, dass sie den Metallic Blaster haben und nicht den schwarzen, was ja für Kampfdroiden seit mittlerweile ein paar Jahren gang und gäbe ist. Ja, nach dem Bau ist mir aufgefallen, dass Lego hier wirklich nicht versucht hat, einen neuen Droid Carrier, ich sag mal, herauszubringen, sondern einen ehemaligen Droid Carrier einfach neu aufzulegen. Denn wenn wir uns mal diesen Droid Carrier hier vom letzten Video ansehen, der ist gerade was die untere Sektion hier angeht, wesentlich filmakkurater. Aber wie ich schon erwähnt habe, Lego hat hier einfach versucht, dieses nette kleine Droid Carrier Modell aus 2007 neu aufzulegen. Und ich muss sagen, das ist denen echt sehr, sehr gut gelungen. Egal ob Remake oder komplette Neuauflage, dieses Set hätte es verdient, als 30-Euro-Set so auf dem Markt erhältlich zu sein. Dass dieser Transporter dem Modell aus 2007 nachempfunden ist, bemerken wir vor allem an der vorderen Sektion hier. Denn diese Lampe hier als Beispiel ist gar nicht verändert worden. Die kann sich immer noch genauso bewegen und sieht genauso aus wie die von damals. Essentiell geändert hat sich halt hier nur dieses vordere Schild. Früher war das ja ein bedrucktes Einzelteil, heute sind das 4 einzelne Teile. Direkt hinter dem Schild finden wir, wie auch bei dem alten Modell, die beiden Plätze für die Pilotendruiden. Den einen können wir hier vorne raufstellen und den anderen stellen wir nach hier hinten. Der kann dann als, ja, Abwerfer oder Mechaniker fungieren. Das Ganze sieht dann von vorne
so aus. Die sind nicht ganz so gut gedeckt wie bei dem Modell von gestern. Aber hey, ich hätte es Lego auch zugetraut, dass sie dieses Modell nur mit einem Pilotendruiden rausbringen. Die Hauptfunktion dieses gesamten Transporters befindet sich hier an der Rückseite. An Rändern sehen wir ein paar sehr, sehr nette Details. Ich mag vor allem die Bautechnik, welche hier an den beigen umgekehrten Platten verwendet worden ist. Und direkt darüber sehen wir unsere 6 Plätze, also 3 auf jeder Seite. Natürlich muss diese Sektion auch abgenommen werden. Das funktioniert über ein ganz einfaches Schienensystem, hier schwarz zu sehen. Original zu dem Modell aus 2007, sehr, sehr cool. Dieses Schienensystem gibt dann diese Kapsel frei und diese werde ich jetzt kurz mal bestücken. Ich habe hier 2 Varianten mal ausprobiert, wie man diesen Droid Carrier bestücken kann. Die eine Seite mit den Droiden, wie Lego es vorgesehen hat. Die sehen so aus wie Enten, um ehrlich zu sein, in der Position. Die Blaster dieser Kampfdroiden werden dann hier vorne verstaut. Auch wieder sehr akkurat zu dem Modell aus 2007. Ich liebe es, wie wirklich so viele kleine Details aus der damaligen Zeit in die heutige Ära übertragen worden ist. Und auf der anderen Seite sehen wir nochmal eine Möglichkeit, wie man es auch machen kann. Nämlich die Battle Droids in stehender Position, mit oder ohne Waffe. Ich persönlich finde, dass beides cool aussieht. Und mit einer Funktion, die ich euch jetzt zeige, ist meine persönliche Ansicht nach diese Position auch viel besser geeignet, denn ihr könnt diese Kapsel 2 spalten und theoretisch eure Droiden abladen. Ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob dieses Feature als richtiges Play-Feature gelten soll, weil in keiner Position sieht das so vernünftig aus. Aber das ist ja ganz euch überlassen und eurer Fantasie. Und so schön voll bestückt können wir dieses ganze Hinterteil wieder auf das Schienensystem raufführen. Na, jetzt klemmt's. So, super. Und das war's mit diesem Droid Carrier. Ach ja, ganz wichtig, wir haben auch noch den 25 Jahre Brick. Ja, und an der Stelle war's es jetzt mit dem Review. Ich bin von diesem Set absolut überzeugt, aber ich bin nicht von der Art und Weise, wie dieses Set herausgebracht worden ist, überzeugt. Es verfügt über keinerlei Sticker, macht mega Spaß im Bau. Die Funktionen sind cool, aber leider ist es ein Promo-Set. Nach so vielen Jahren der Droid Carrier Abstinenz hätte ich mir schon gewünscht, dass das hier ein reguläres Set geworden wäre. Und allein aus der Tatsache würde ich diesem Set gute 9 von 10 Punkten geben. Wäre dieses Set hier kein Promo-Set, würde ich diesem Set ganze 10 von 10 Punkte verleihen. Und letztendlich frage ich natürlich euch nochmal, was ist eure Meinung zu diesem Droid Carrier? Schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Seid ihr da auch so zwiegespalten wie ich, was Promo gut und Promo schlecht angeht für dieses Set? Und dann wünsche ich auf jeden Fall euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr das schaut. Und wir hören uns im nächsten Video, was morgen ist. Bis dahin. Ciao, ciao.